Herzlich willkommen, Kapitän. Kapitän war wild auf Wasch. Wir spielen weiter Benham. Und zurzeit ist alles, kann man sagen, grünreich. Damage-mäßig ist immer nicht so das Wahre, aber Hauptsache der Sieg zählt hauptsächlich. Damage ist immer so nebensächlich. Hauptsache teammäßig zu arbeiten ist meistens besser ein Vorteil, als lieber nur reine Damage zu fahren. Damage kommt ja, kann man sagen, so eigentlich mal mit. Mal gucken. Wir sind jetzt Rang 6 und noch ein Sieg, dann sind wir Rang 5. Das ist schon mal ein ganz ordentlicher Wert. Mal gucken. Wie gesagt, kommt auf einen Flanke hier mit dem Ziel. Oh, Paolo, Jule Paolo Mino. Oh, der Zerstörer ist schon sehr interessant. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, das Ding wird einfach nur. Der geht in den Kamikaze-Modus und weg ist das Schiff. Interessante Spielweise, aber so wie oft die Leute mit diesem Schiff gesehen haben, irgendwo YOLO-mäßig, meistens funktioniert das auch, aber es gibt situationsabhängige Runden, funktioniert nicht, du kriegst nur ein Schiff gekillt und ja toll, dein Team bist wieder nutzlos. Es gibt welche, die können mit dem Schiff halbwegs gut umgehen, es gibt welche, holen sie das Schiff und weg ist das Ding. Queen Elizabeth Class. Battleship mein Fall ist es nicht. Interessante Zerstörerart. Wenn das so die ethnischen DD-Art wären, dann ist das nichts für mich. Deswegen, so YOLO-DDs gibt es schon reichlich schon für ein Spiel, besonders wenn man überlegt, die Russen, besonders die Minsk ist eigentlich mehr so YOLO-DD, ist fast auch die gleiche Art und Weise mit 4 Kilometer. Und hier sollte mit Havix mit ganz arbeiten. Der andere, von mir mein Clan, hat das Minsk extrem gerne gespielt und er hat damit Runden gerissen. Das war auch nie mehr von Gut und Böse mehr. Ich hoffe, der Spieler weiß, was damit zu tun ist. So, ich fahre jetzt in Richtung hier, diesen Bereich, um ein bisschen zu spotten. Hier fahren die meisten Sim lang. Hier ist kein Radarschiff vorhanden. Den Tarnet-mäßig bin ich wieder im Nachteil. 6 Kilometer, das heißt, die feindliche Gumo tut mich eher aufdecken. Da habe ich schon wieder Probleme. Aber mit Torpedo-Reload bin ich eigentlich relativ weit vorne. Welche Unterstützung? Rune ist auch an Bord. So, ich würde da einen Top absetzen, da einen Top absetzen, weil die meisten fahren immer hier die Zerstörer lang. Und einmal drehen. Es kann immer passieren, wie oft habe ich schon Blindtops, also viele haben schon Blindtops abgesetzt und haben irgendwas getroffen immer. Mal gucken, es kann immer passieren, ich treffe mal was, oder ich habe Pech, ich treffe gar nichts. Oh. Dies, boah. Rune ist gleich hinter der Insel. Das ist nicht so schön. Kommt schon mal die ersten HE-Seifen? Paar Mal wieder. Okay, paar Mal wieder Inka mit HE. Ist der Gürtlein gleich in der Mitte? Ja. Das ist für uns leider keiner. Aufgedeckt, das ist gar nicht so schön. Das muss. Jupp, die fand ich Humor sein. Jetzt tun sie das reintunken. Jetzt da ein Korb und dann gehen wir mal nach da oben. Kann sein, der da aus dem Nebel gleich fährt. Ich könnte auch komplette Reihe auch Torps abspeisen. Okay. Kampai! So great. Ist echt im letzten Nebelpunkt hängen geblieben. Interessant. Okay, das ist nämlich mal ein bisschen Glück mal. Also mal ein ekliger, die Zerstörer schon mal raus. Die restlichen Schiffe sind irgendwo dahinter die Insel versteckt. Okay, der ZF6 ist da hinten.
Also ich will nicht. Sashi ist da hinten, okay. Das ist der Gridland. Hört schon auf. Oh! George ist am plötzlich am Vorpushen. Was ist mit dem auf einmal kaputt? Am besten machen. Wir müssen flüchten. Ich mache versuch mal. Okay, Georgia steht. Versuchen wir dann mal die Pommern aufzudecken. Georgia vertritt wir, das ist schon mal ganz, ganz gut. Nun fährt auch weiter zurück. Da ist die Fanti Pommern. Ah. Paul Minus tut, das ist nicht sogar nicht so prickelnd. Wow. Okay, das ist gerade nicht mein extremer Plan gewesen. Ach, die Mitte ist auch eine Pommern auch. Sie ist jetzt. Oh. Ja, das ist gar nicht so schön. Ich würde die Schüne richtig von hinten torpedieren. Weil alle sind jetzt in der Mitte, das ist gerade nicht so prickelnd. Mal gucken. F6 ist da hinten. Ein Schlachtschiff, die hat Positionen eingenommen, was kann diese nicht so prickelnd ist für mich gerade. Hydros all incoming shit. Da ist die Pommer. Okay. Und ich weiß noch nicht mal, wie lange die Hydro aktiv ist. Aber die Pommer steht. Shit. Also gerade mit Ruhm bekleckere ich mich gerade uns überhaupt nicht. Ja, klar. Wenn ihr das ganze feindliche Team ist alle in der Mitte. Das ist ja ist klar, überhaupt keine Chance haben. Ich glaube, der Pommern hat schon heil schon durchgeladen. Au.
ist ein Schlag. Okay, haben nur 6 Torpedos gereicht. Au. Hat mir aber ganz gut gezimmert. Ah, die Runde ist schon komplett verloren. Ich kann nur mal einen Damage auf den feindlichen Zerstörer machen und sowas. Das war's. Weil es Torpedotreffer. Ja. Oh, was für ein Schantiknock, das ist so cool. Ah, schon repariert. Aber wie man sieht, da haben wir uns komplett in die Runde nicht gekleckert. Wenn das feindliche Team schon komplett in die Mitte ist, da hast du schon arge Probleme. Irgendwie da aus die Mitte, irgendwie die rauszuekeln. So. F6. Und deswegen. Haben wir gesehen, wo unsere Schlachtschiffe, die konnten fast gar nichts machen, wenn richtig Bescheid ist. Und das. Oh komm, ein Kansas, echt jetzt? Oh, noch so eine Judo-Idee. Da dabei? Nö. Haben wir da dabei? Ja, eins. Gebiet. Ja. Also top-technisch ist der einzige Öster Güter am besten und Rest ist so mittelmäßig, würde ich mal sagen. Aber naja. Queen Elizabeth Class, Battleship Nibankan, Warspite des. Ich glaube, behalte ich meinen Stern nicht. Ich habe 2 vernichtende Schläge. Und zusätzlich noch die komplett rausholen, macht auch schon 4 Punkte aus. Aber durch die Capsen kriegst du sich noch mehr Bonus. Ich denke mal, der Stern könnte seine Stern wie ein Stern verliere. Okay. Das ist immer interessanter Ansage. Ah, will ich erstmal nicht reinfahren. Ich will erstmal hauptsächlich nur spotten. Ich denke mal, das ist ja das Sinnvollste von allen. Trotz, dass ich bescheidene Cap-Werte habe. So. Was ich bei Schiffen ein bisschen finde, wäre so eine Reparaturmannschaft. Das wäre irgendwie schon cool. Das wäre echt nice. Aber die Türme, Alter, ich fühle. Eieiei. So, mal gucken. Ich habe schon mal Mutter geschrieben rein. Aber ich habe die Funkwand drauf. Captain, okay, Captain schon eingenommen.
Oh, habe ich deine mobile Boosterkarte versaut. Zu weit entfernt. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Das ist mal sehr eine interessante Art. Ach, schade, ging komplett alle da. Alle da drin. Feindliche gegnerische Teams sind alle hier, okay. Was ist jetzt los? Ach nö. Er hat gemerkt, hier ist ein feindlicher Zerstörer. Oh oh. Oh. Die sind auch gerade am Pushen. Ja, wäre nicht schlecht, aber wie schnie echt alle sehr gut. Oh, Alter, was jetzt schon wieder? Ja, irgendwie zur Zeit habe ich wieder extreme Probleme schon wieder mit Lost Pack schon wieder. Also Zeit ging es auf einmal und auf einmal geht es alles wieder runter extrem. Das ist teilweise extrem, finde ich persönlich nervig, wenn man am Arm aufnehmen ist. Was? Oh. Fuck. Hm? Und uns klar. Also nimmt trotzdem ein paar Tops mit. Friedrich, war nur nix. Ich bin so
unser. Ach nur, ich kann ihn wegschießen. Das ist cool. Wenn dieses Schiff mal treffen würde. Was ist das denn? Oh. Oh. Ja. Wäre nicht schlecht. Die Line fährt rückwärts, das ist schon mal ganz gut. Ah, ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah. Oha. Great. Da muss ich kurz einmal Nebel zünden. Aua, aua. Bismarck, ich bin nicht da. Bismarck, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, Bismarck. Ich bin nicht da. こんな感じでいいかした? Boah. Okay, das ist so. Hui! Ich hab hier, kann man sagen, auf meiner Seite relativ ganz gut in Schach gehalten, würde ich mal behaupten. Ach, ich dachte schon, wir von meine Torps. Die Leine brauche ich nicht drauf schießen, aber wir sagen, unsere Team haben echt ganz gut, sagen wir, unsere Zerstörer haben echt ganz gut mitgearbeitet. Ja, Lein, was hast du jetzt vor? Du kannst nur noch vorfahren. Aber irgendwo ist ja F6 noch irgendwo. Ah, da ist er schon. Ach nö, komm. Der ist echt über die Tops vorbeigekommen. Was für ein Lacker. Au, au, au. Ah, ich kann ja nicht. Shit. Gut, muss ich machen. Autsch. Hui. Das war noch Schweineklapp. Ach, ich hab echt den Schirm behalten. Goll. Ja, okay. Arkansas. Ein sehr interessantes Schiff. Aber nicht mein Favorit für diese Battle. Okay, um das Schiff zu pushen. Ja, aber sonst allgemein nicht Teamlink nicht. Das Ding ist zu weich, zu langsam, hat gute Geschütze. Also mal, wenn die Geschütze treffen, hauen die richtig rein. Aber sonst auch mehr nicht. Hat es echt noch gereicht, mein. Oh.
nur 20 Punkte Unterschied zwischen nur YOLO Paoli. Jetzt gesagt 3 Kills. Boah. Ja, kein Wunder, ich habe hier einen kompletten DD rausgenommen. Ich habe einen Power komplett rausgenommen. Ein bisschen Damage auf den Zerstörer gemacht. So, noch mal mehr. Ich brauche mich nie, kann man sagen, ein paar Mal eine Runde nicht zu verstecken. So, wo habe ich eigentlich jetzt genug Stahl überhaupt? Ich hab ein Schiff in den Augen, was ich gerne hätte. Hat mir fehlt irgendwas mit irgendwas noch. Ich glaube noch 400 oder 500 Stahl noch. Mal gucken, ich habe ja ein paar Runden ja schon gewonnen. Reicht das schon? Mal schauen. So, Schiffe, Stahl. Ah, Plemmels. Reicht das? Nein, 6 Stahl. 6 verdammte Stahl fehlt mir, um die Plemmels zu kriegen. Och, echt jetzt? Aber die Plemmels ist das Schiff, was ich gerne hätte. Weil die, Borgoni ist schön gut. Osten, Glaskanone. Chiki ist auch gut zusammen. Also Stadtschiff wechseln. Borgoni ist eine Alsasch, aber Alsasch hat mich persönlich überhaupt nicht gemocht. Ich will erstmal die Plymouth holen. Osten ist cool, aber hat so hohen. Das ist Atlanta-Style und die Atlanta besitze ich leider nicht. Mein nächstes Ziel ist Pommern. Nicht Pommern, hier Plymouth zu holen. Und immer nochmal die beiden Schiffe zu holen. Aber mein nächster Stahl-Coupon geht erst Ende des Jahres. Ich will erstmal ein bisschen Stahl so sammeln. Aber wie kostet das Ding, wenn ich nur das reine Stahl hole? Ich habe 20.000. Wie wird das mir sonst kosten? 27.000. Boah, das sind aber ordentlich. Ordentliche Werte. So. Tägliche Aufträge, zack. So. Könnt ihr mir jetzt die Tarnung holen? Welchen kann ich? Ach, für den Achter. Für den Achter kann ich mir jetzt schon holen. Okay. Da fehlen mir die Tropfen noch. Ein paar Points noch. So, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Auch wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.